Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. In unserer heutigen Folge geht es nicht um Smart Home, aber es geht dafür um die Elektromobilität, denn das ist auch ein wichtiges Thema für mich. Und wenn ihr euch erinnert, ein paar Folgen vorher habe ich die MBW Mobility Plus App hier auf dem Kanal vorgestellt. Und es ist so, um diese Mobility Plus App auf Apple CarPlay zu benutzen, muss ich bei meinem Hyundai Kona ein Kabel benutzen. Und es ist tatsächlich schon passiert, dass wir ein Kabel kaputt gemacht haben, der ist oben am Stecker bei uns kaputt gegangen. Ich denke, der ein oder andere kennt dieses leidige Thema, dass Kabel mal gerne schnell kaputt gehen. Kurioserweise hat mich die Firma Autocast kontaktiert nach diesem Video und hat gefragt, hey, möchtest du nicht unser Produkt vorstellen? Und wir senden dir dann dazu eins unserer Empfänger zu, womit du dann kabelgebundenes Apple CarPlay zu kabellosem Apple CarPlay machen kannst in einem Auto. Dann habe ich mich mit dieser Thematik beschäftigt, habe mir angeschaut, wie das Ganze funktioniert und ist eigentlich straightforward. Dachte mir, okay, ich mache das. Und deshalb, Leute, Disclaimer. Die Firma Autocast hat mir kostenfrei diesen U2-Modell zur Verfügung gestellt. Nichtsdestotrotz weise ich aber auf alle möglichen Sachen hin, die mir während des Tests aufgefallen sind. Also das vorweg, ich möchte, dass es ganz transparent und ganz offen hier gehandhabt wird. Zweiter Disclaimer und sehr wichtig. Leute, kabelloses Apple CarPlay funktioniert nur, wenn davor bei euch kabelgebundenes Apple CarPlay funktioniert. Also doof gesagt, in einem Opel Corsa von 1990 wird das nicht funktionieren. Euer Auto muss schon kabelgebundenes CarPlay unterstützen, damit das funktioniert. Weil ich habe in Foren gelesen, dass sich manche da aufgeregt haben oder das Marketing falsch verstanden haben, dass sie gedacht haben, okay, wenn sie das kaufen, dann haben sie plötzlich CarPlay. Nein, das ist nicht der Fall. Leute, euer Auto muss Apple CarPlay können. Kabelgebunden. Damit es dann kabellos funktioniert. Ganz wichtig, war mir wirklich sehr wichtig, das hier nochmal mitgeteilt zu haben. So, jetzt haben wir das gesagt, die wichtigen Sachen. Deshalb, Leute, wenn ihr so coole Videos nicht verpassen wollt, dann abonniert den Kanal. Und wenn ihr es bis zum Ende durchhaltet, dann gibt es sogar noch einen Rabattcode, der sogar den jetzigen Amazon-Rabattcode überbietet oder unterbietet, je nachdem, wie man sieht. Also mehr als der jetzige Amazon-Code auf jeden Fall hergibt. Und in diesem Sinne, Leute, viel zu viel geredet. Also ich wünsche euch viel Spaß bei dem Test. Film ab! Okay, Leute, hier ist das gute Stück. Und ja, die Verpackung ist relativ unspektakulär, wie ihr sehen könnt. Und das Ganze machen wir jetzt einfach mal gemeinsam auf. So, dann erwartet uns hier so ein Schaumstoff zum Schutz des Geräts. Das Gerät selbst, wie ihr seht, ist relativ klein. Und hier als Vergleich die Box von den Apple Kopfhörern. Also ist eigentlich gleich groß, kann man sagen, oder gleich klein. So, dann schauen wir mal, was noch in der Box drin ist. Haben wir hier nochmal so einen Schaumstoff. Haben wir so ein User Manual, das schauen wir uns gleich an. Dann haben wir Begrüßungskarte. Und dann haben wir hier noch so eine Box. Wenn wir die öffnen, kommen uns dann zwei Kabel entgegen, also einmal USB-C auf USB-C und einmal USB-A auf USB-C. Also ich werde USB auf USB-C brauchen. Hier ist, weil mein Hyundai Kona nur USB-A hat. Aber das schauen wir uns dann gleich an. Okay, so sieht das Ganze aus. Ich zoome mal kurz raus. Also mehr ist da nicht drin. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt mal dieses Manual an. Das war's. Das Ganze gibt es dann in verschiedenen Sprachen. Hier auch noch in Deutsch. So, dort sagt er das Gleiche. Schalten Sie WLAN Bluetooth Ihres iPhones ein und dann koppeln mit Auto XXXX. Dann das Pairing erlauben und dann sagt er schon, geht los. Ja. Wichtig, bevor Sie ein neues iPhone koppeln, bitte trennen Sie das aktuell verbundene Telefon vom WLAN Bluetooth. Gut, dann kann man hier noch sehen, wie ein Firmware-Update geht. Und das war's. Also relativ unspektakulär. Also das Ganze einfach ans Auto anschließen, damit koppeln. Das war's. Dann würde ich sagen, nehmen wir einmal das mit
und nehme hier dieses USB-A zu USB-C. Können wir hier schon mal reintun. Und dann gehen wir damit jetzt mal ins Auto. Wie in der Anleitung beschrieben, stecke ich jetzt hier den USB-A-Teil beim Kona rein, womit die Verbindung zu Apple CarPlay normalerweise initiiert wird. Wir können sehen, dass hier die blaue LED anfängt zu leuchten. So, hier kommt auch schon so ein Pop-up. Apple CarPlay stellt den Mobil Telefonnutzer und Fahrzeugnummer zur Verfügung. Ich meine, das ist okay, ne? Bluetooth, GPS-Standort, damit wir Navi und so weiter benutzen können. So, und hier sagt er noch, wie das funktionieren soll mit iPhone-Einstellungen und so weiter. Und dann sagen wir okay. So, jetzt nehme ich mein Telefon, verbinde mich jetzt über Bluetooth mit Auto 98F0. Oh, okay, Kopplung fehlgeschlagen. Versuchen wir es nochmal. Jetzt kommt hier der Kopplungscode. Dort drücke ich dann auf Koppeln. Kontakte synchronisieren. Das kann man jetzt handhaben, wie man möchte. Jetzt bin ich hier mit Bluetooth, mit dem Gerät hier verbunden. Jetzt fragt er mich, CarPlay mit Auto 98F0 verwenden. Drücke auf Verwenden. So. Und wir können sehen, das Display ist jetzt, hat ganz kurz CarPlay angezeigt. Wir drücken jetzt da drauf. Und ich bin jetzt ohne Kabel hier mit diesem Gerät verbunden. Kann jetzt hier Apple CarPlay ganz normal benutzen. Benutzen wir mal die Karte. Also von der Reaktionsgeschwindigkeit her, also ich merke da jetzt keinen Unterschied. Das funktioniert sehr gut. Ich würde sagen, machen wir mal Spotify und testen das. Qualität ist okay. Und auch das Durchseppen durch die anderen Kapitel funktioniert eigentlich also ganz normal, ohne jetzt Verzögerung oder so. Also auch das funktioniert. Kann jetzt da nichts Schlechtes feststellen. Also scheint alles wunderbar zu funktionieren. Können noch mal kurz die Mobility Plus gehen. Aber auch hier funktioniert das wirklich sehr, sehr gut. Also ich erkenne da jetzt keinen merklichen Unterschied oder so. Scheint gut zu funktionieren. Was ich jetzt gerne noch testen würde, ist, wir machen jetzt das Auto aus. Das lassen wir hier drin. Das ist okay, das darf da drin bleiben. Wir machen jetzt das Auto aus und schauen dann mal, wie lange es dauert, bis er dann Apple CarPlay hochfährt. Ob er überhaupt hochfährt, ob er sich verbindet. Einmal Zündung an. Das ist das normale, ja, sag ich mal, Startbildschirm von Hyundai. Das dauert dann immer so ein wenig. Ich fahre schon mal los. Wir können jetzt sehen, die Oberfläche hat sich hochgefahren. Das ging jetzt relativ schnell und hier ist Apple CarPlay verfügbar. Ich mache jetzt einfach mal ein Lied. Also das funktioniert auch. Es war jetzt nur kurz mit dem Handy, dass ich starten wollte. Und ja, ich meine, hier können wir noch mal testen. Also das geht sehr fix und kann eigentlich damit sehr gut arbeiten. Also ich hatte jetzt eben auch ein Telefonat mit meiner Frau. Das hat sehr gut funktioniert. Also sie hat mich sehr gut verstanden. Ich habe sie sehr gut verstanden. Es gab keine Interferenzen oder so.
Also auch beim Telefonat kann ich sagen, dass es wirklich gut funktioniert. Ich würde sagen, Leute, wir sind jetzt mit dem Test fertig. Also ihr seht, das funktioniert bei mir. Und schaut einfach mal, ob es bei euch funktioniert. Ich würde sagen, vom Komfortgewinn her ist es phänomenal. Also mir persönlich gefällt es sehr. Und ja, also ich würde das Teil auf jeden Fall behalten und weiter nutzen wollen. Und jetzt gehen wir damit mal in den Langzeittest und schauen, wie das funktioniert. Auch wie meine Frau damit klarkommt und mit ihrem Handy. Vielleicht kann sie mir auch noch ein bisschen Feedback geben. Also zeitnah ist gut, das muss ja auch ein bisschen Daten empfangen und senden. Aber so funktioniert das echt super. In dem Sinne, sozusagen guter Test. Geh mal einfach rüber ins Outro. Ja, Leute, da sind wir schon wieder. Und war doch eigentlich ein ziemlich einfacher und ich würde sagen auch so ein kurzweiliger Test. Also die Benutzung ist straightforward. Man kann eigentlich nicht viel falsch machen. Also ich würde empfehlen, vielleicht, wenn man diesen Dongle noch mit jemand, also das Auto mit jemand anderem benutzen möchte, vielleicht irgendwie ein bisschen wegzufahren, damit das Handy vom Partner nicht mit dem Auto sich verbindet oder so. Der eine oder andere wird diese Thematik kennen. Ich bin einfach mal kurz weggefahren, ein paar Meter. Und habe das dann dort ganz locker eingerichtet. Und ich muss auch sagen, ich habe das jetzt seit mehreren Tagen im Einsatz. Wie gesagt, ein Langzeittest wird noch kommen. Aber es funktioniert echt super. Also er verbindet sich automatisch. Meine Erfahrungen sind damit sehr gut. Und uns macht das ehrlich gesagt sehr viel Spaß. Und ja, ich habe euch versprochen, wenn ihr bis zum Ende durchhaltet, wird es noch einen Rabattcode geben. Und der Rabattcode bei Amazon lautet SmartZeug40. Wir dachten uns einfach, wir nehmen irgendeine Zahl, die gar keinen Sinn macht. Deshalb. Wenn ihr das dann, ihr könnt derzeit bei Amazon 10 € Standardrabattcode aktivieren, aber wenn ihr den nicht aktiviert, stattdessen später in der Kasse bei Amazon Gutscheincode eingeben macht und dann dort SmartZeug40 eingebt, dann bekommt ihr einen 15 € Rabattcode. Also Leute, ich habe euch auch noch einen Link in der Beschreibungsbox gemacht, wo ihr das dann direkt bei Amazon holen könnt. Und ja, vielleicht lohnt sich das ausprobieren. Ihr wisst ja, Amazon ist sehr kulant. Wenn es nicht passt, schickt es einfach zurück. Also ich wünsche euch viel Spaß für alle, die das Gerät zulegen möchten. Dankeschön fürs Schauen. Wenn ihr Kommentare habt, in die Box damit. Antwortrate immer noch 100%. Ansonsten, wenn jemand anderes CarPlay zu Hause im Auto hat und das Kabel gebunden, aber es vielleicht kabellos haben sollte, dann teilt doch das Video einfach mit ihm. Ansonsten, wenn euch das irgendwie geholfen hat, dann lasst einfach ein Like da. Ihr wisst, wie der Hase läuft. Also macht's gut. Ciao.